Hallo, herzlich willkommen zu Sofa, Sommer für alle, dem evangelischen Gottesdienst aus Niederösterreich. Aber wie ihr vermutlich schon vermutet, wir sind gar nicht in Niederösterreich. Nein, wir sind nämlich in Thyssee, ein ganz besonderer Ort in Mittelfrankreich, in Burgund. Das ist nämlich ein ökumenisches Kloster, wo wir eine Woche mit jungen Erwachsenen und Jugendlichen verbracht haben und hier mit den Brüdern von Thyssee in ihrem Alltag gelebt haben. Ihr seid herzlich willkommen, egal wo ihr seid und egal ob ihr gerade inspiriert seid oder nicht, wir versuchen die Inspiration euch zu liefern. Unsere Namen sind Anne-Sophie Neumann, Jugendpfarrerin von Niederösterreich. Und Lars Müller-Marienburg, Superintendent von Niederösterreich, wer ihn noch nicht kennt. Wir feiern wie immer im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir sind jetzt von unserem Zeltplatz, der von den Leuten genutzt wird, die bei den internationalen Jugendtreffen sind in Thyssee, durch den Gemeinschaftsbereich und das Dorf Thyssee durchgegangen und sehen jetzt das Dorf im Hintergrund. Der achte Sonntag nach Trinitatis, den wir heute feiern, der bezieht sich auf das Handeln Gottes im Leben der Menschen. Es geht vor allem darum, das nicht zu verstecken, was wir von Gott bekommen haben. Und darauf haben die Brüder von Thyssee eine ganz besondere Antwort gefunden. Ich bete den Psalm des achten Sonntags nach Trinitatis. Es ist der Psalm 48. Groß ist der Herr und hoch zu rühmen in der Stadt unseres Gottes auf seinem heiligen Berge. Schön ragt empor der Berg Zion, daran freut sich die ganze Welt. Gott, wir danken dir, dass du uns Berge, Orientierungspunkte schenkst, an denen wir uns an dich erinnern. Bitte gib, dass wir immer wieder solche Orte auch für uns selbst finden, dass wir Orientierung und Inspiration finden und ermutigt werden zu einem Leben mit dir. Amen. Die Lesung für den heutigen Sonntag steht im Matthäusevangelium im 5. Kapitel. Dort heißt es: Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Im Jahr 1940 hat der evangelische Theologe Roger Schütz, ein Schweizer aus dem französischen Teil der Schweiz, hier in Thyssee mit einigen Studienkollegen und Freunden eine Gemeinschaft von Männern gegründet. Und wenn man so hört, was sie eigentlich wollten, hört es sich so an, als hätten sie das Gegenteil von dem geplant gehabt, was in der Bibel jetzt dazu steht. Denn sie haben versucht, möglichst zurückgezogen zu leben. Deshalb haben sie sich auch für diesen Ort Thyssee entschieden, denn dieses Dorf liegt ganz weit entfernt von großen Städten. Es ist bis heute noch so, man braucht da schon ein bisschen Geschick hierher zu finden oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln herzukommen. Und der Ort war eigentlich ausgestorben, haben kaum noch Leute dort gelebt. Und es gab ein großes Haus, was die Männer relativ günstig kaufen konnten, einen alten Gutshof. Und sie wollten dort eben in Zurückgezogenheit, wollten sie im gemeinsamen Gebet, im gemeinsamen Studium der Bibel ihr Leben in Einfachheit leben.
Also, es ist zwar ein Hügel, aber nicht viel von Licht scheinen lassen und die Stadt sichtbar werden lassen. Und dann ist es ganz anders gekommen, als sie es eigentlich geplant hatten. Es war die Zeit des Zweiten Weltkriegs und hier war auch in der Nähe die Demarkationslinie zwischen dem von Deutschland besetzten Teil und dem aus Vichy regierten Teil von Frankreich. Und die Brüder haben von Anfang an Leute aufgenommen. Am Anfang waren es französische Dissidenten, die dann dort für eine kurze Zeit vielleicht Aufnahme gefunden haben. Und später, als der Krieg vorbei war, haben die Brüder Essen mit deutschen Kriegsgefangenen geteilt. Und am Anfang war es noch so, da haben die Brüder darauf geachtet, dass diejenigen, die etwas von ihnen bekommen haben, sich nicht gezwungen gefühlt haben, dass sie zum Beispiel im Gebet mit dabei sind. Weil sie gesagt haben, sonst, das ist ja kein Gebet, wenn die Leute dazu gezwungen sind, wenn sie dafür dann Essen bekommen. Und dann, in den 60er und 70er Jahren, sind dann auf einmal Jugendliche aus aller Herren Länder hierher gekommen, um eine Zeit lang mit den Brüdern zusammenzuleben. Und aus dem Plan, ganz zurückgezogen zu leben, ist einer der ganz wichtigen spirituellen Orte in Europa geworden, wo bis heute und selbst in Zeiten der Pandemie Hunderte und in anderen Jahren auch Tausende von Jugendlichen herkommen, um gemeinsam in Einfachheit zu leben. Also, dieses eigentlich unsichtbare Dorf ist nun sichtbar geworden und bei ganz vielen in Europa, in der ganzen Welt ist Taizé ein Begriff geworden. Wenn man eine Woche hier mit den Brüdern gelebt hat und dreimal täglich diese Gebete gefeiert hat, gibt es am Samstagabend so als Abschluss der Woche immer ein ganz besonderes Highlight. Und zwar eine Auferstehungsfeier, in der das Licht von Teilnehmerin zu Teilnehmerin weitergegeben wird. Jeder bekommt eine Kerze und man gibt das Licht einander weiter als Symbol dafür, dass alle dieses Licht dann auch mit nach Hause nehmen, damit Taizé nicht in Taizé bleibt, sondern hinausgeht in die Welt und dort jeder an seinem eigenen Wirkungsort leuchten kann sozusagen. Das bedeutet, so wie die Leute hier in Taizé, so wie andere Menschen in ihrem Urlaub ihre Akkus auftanken können, so haben auch wir diese Woche genutzt, um unsere Akkus aufzutanken, um uns zu füllen mit Ruhe, mit Spiritualität, mit Gemeinschaft, um dann mit diesen Dingen zu Hause an unserem Arbeitsplatz zu wirken und dieses Licht von Taizé mit hinauszunehmen in unseren Alltag. Wir laden euch jetzt ein, dass ihr ein bisschen Stille haltet. Das ist in Taizé ja auch sehr wichtig. Es wird sehr viel gesungen, aber es wird auch sehr viel Stille gehalten. Und wir laden euch in dieser Zeit ein, dass ihr euch überlegt, welches sind eure Orte, wo ihr aufladen könnt. Für uns ist es Taizé und auch für die Jugendlichen, die mit uns mitgefahren sind, aber für euch sind es vielleicht andere Orte. Dazu laden wir euch ein und das ist auch gleichzeitig unser Gebet. Und in dieser Zeit werden wir begleitet von einem Lied, das auch daran erinnert, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Es ist ein Lied von hier, aber in tschechischer Sprache. Sante me soli heißt es. Amen.
beten wir gemeinsam das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So wollen wir Gott um seinen Segen bitten. Auferstandener Jesus, du segnest uns. Wir möchten so tief aus deinem Vertrauen leben, dass die Quellen hellen Jubels nie versiegen. So segne euch der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Danke fürs Mitfeiern aus Burgund. Nächste Woche kommt Sofa, Sommer für alle aus dem Norden Europas, aus Maninka in Finnland, wo Pfarrerin Anne Tikkanen-Lippel zu Hause ist und immer ihre Sommer verbringt. Ich bin schon sehr gespannt drauf und hoffe, du auch und bist dann auch wieder dabei. Bis dahin, alles Gute!